Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Fishing Planet. Wir sind wieder zurück auf der Weltübersicht. Letztes Mal ja nach dem Update in den Challenge gestartet. Heute gucken wir uns mal noch ein paar andere Gewässer an, zumindest ein neues Gewässer. Nämlich Tschechien. Da wollen wir heute angeln. Aber bevor wir zum Angeln kommen, Freunde, und zu noch so ein paar neuen Updates und Patch Notes, erstmal zu den Gewinnern von letztem Mal. Denn ihr habt euch natürlich eingetragen fürs Giveaway, zumindest diejenigen, die bis zu 14 Uhr am heutigen Tage da waren. Das, heute ist Freitag. Ne? Wenn ihr ein Video seht, ist Samstag, aber heute ist Freitag bei mir. Ne? ich habe mir nämlich alle ausgeschrieben, habe die dann in so einen Random-Generator da reingeworfen und drei Gewinner gezogen, die dann dementsprechend das Feeder-DLC gewinnen. Ich werde die Gewinner auch nochmal unter den Kommentaren jeweils benachrichtigen. Und da müsstet ihr mir irgendwo schreiben. Facebook, YouTube, Discord, Twitter, irgendwo. Damit ich euch den Code dann zuschicken kann. Aber die Gewinner, Leute, die habe ich natürlich notiert. Und die lauten als erster Niles Walker. Niles Walker, also der erste Gewinner. Glückwunsch an dich, Mann. Der zweite ist Robert Kaufmann. Robert Kaufmann, also der zweite Gewinner des DLCs. Und Sador Percy Nummer 3. Die drei haben also abgestaubt und kriegen von mir das DLC dann. Ihr müsst euch dann nur bei mir entsprechend melden. Wie gesagt, ich mache das auch mal unter euren Kommentar, damit ihr das mitkriegt, damit ihr so eine Benachrichtigung da kriegt und so weiter. Dann sollte das auf jeden Fall klappen. Und dann kommen wir zum Angeln, denn da wurde ein bisschen was geändert. Nämlich bezüglich der Futtermischung, weil das eigentlich nicht so ganz klar war, wie das jetzt genau funktioniert und was und wie überhaupt und hast du nicht gesehen. Ich glaube, die eine ist sogar neu hier, nämlich die Universal-Mixtur. Ich glaube, die ist neu, bin mir nicht sicher. Aber das ist, glaube ich, so ein Ding, die es eingefügt haben, um die Fische, um erstmal so ein allgemeines Futter zu machen. Ne? Man kann das dann, wie gesagt, noch mit den Lockstoffen verstärken mit Zusatzstoffen, aber da haben sie auch geschrieben, man muss nicht unbedingt das Maximum reinpacken, das kann durchaus auch einen negativen Effekt haben, dass es die Fische vom Beißen abhält. Man soll sich irgendwie die Beschreibung durchlesen, aber da steht immer nur warmes Wasser oder so, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt nicht so ganz, was man daraus erzielt. Vielleicht, weil hier sehr nahrhaft steht, dass es dann vielleicht die Fische satt macht oder so. Aber das steht bei allen sehr. Ne, guck mal, da ist nur Fische anziehen. Sehr nahrhaft. Also manche machen wahrscheinlich auch satt einfach, weißt du? Durchschnittlich nahrhaft. Also da muss man echt ein bisschen gucken, wie genau das dann funktioniert. Und ein bisschen rumprobieren mit der Futtermischung, gerade wenn man halt vielleicht keine Bisse hat, obwohl man eigentlich Bisse haben sollte, sollte man da auf jeden Fall mit rumspielen. Aber wir werden heute mal ein bisschen an das tschechische Gewässer gehen, gucken uns die Fische an, die da sind. Die Schleie werde ich versuchen zu fangen, ich weiß gar nicht, ob es klappt, aber hier Hechte sind drin, Barsche, alles Junge. Also wir sind relativ kleine Fische hier drin, Güster, junger Karpfen, Rotauge, Schleie, Giebel. Und der Spiegelkarpfen. Alles junge Fische, die wir hier haben, die wir hier fangen können, ist ein Level 3 Gewässer. Insofern sind die Fische hier natürlich nicht so groß. Aber angucken wollen wir es uns natürlich trotzdem. Ich war das selber noch nicht. Das heißt, auch für mich jetzt hier Premiere, um dahin zu reisen. Habe ich eine Lizenz dafür? Ich hoffe. Keine Ahnung. Wenn nicht, habe ich ein Problem, aber ich hoffe, ich habe Lizenzen. Werde ich hier auch da, glaube ich, vor Ort kaufen. Aber da scheint nichts Rotes, oder? Normalerweise steht das mal so ins Auge, wenn man keine Lizenz hat. Insofern sollte das eigentlich passen. Wir reisen erstmal hin. Da steht es auch nochmal, ne? Lizenz haben wir noch, alles klar. Sehr gut. Dann können wir das auf jeden Fall machen. Und hier sehen wir schon den Überblick quasi. Der See hier also relativ klein und überschaubar, nehme ich mal an. Wird wahrscheinlich Nebel sein, wenn ich da irgendwo spawnen, ne? Wird wahrscheinlich neblig sein. Ich gebe mal ein bisschen mal angucken hier. So müssen wir die Zeit mal kurz einmal vorspulen oder so, damit wir ein bisschen mehr vom Gewässer sehen. Ja, das sieht echt neblig aus. Oh, warte, ich sollte vielleicht auch in einen privaten Raum, damit ich hier nicht die ganze Zeit den Chat hinter mir im Hintergrund habe. So, jetzt sieht er mir schon besser aus. Ich schwimme gerade vor, 2 Stunden. Ja, da sieht der Nebel schon deutlich weniger aus. Und hier sehen wir den kleinen, so ein kleiner See hier, ne? So ein kleiner Waldsee. Hier auch schon die ersten Fischaktivitäten an der Wasseroberfläche. Schon ein bisschen idyllisch hier, möchte ich fast sagen. Ja, schön hier, ne? Gefällt mir, ey.
Hat halt diesen typischen europäischen Flair, so Nadelwald irgendwie, ne? Hier so eine kleine Laube. Ja, sind auch irgendwo Seerosenfelder. Auf der Map waren irgendwie Seerosenfelder abgebildet. Weil da würde ich gerne, da vorne ist glaube ich irgendwas, ne? Weil da würde ich gerne versuchen, dann dementsprechend noch Fischlein zu fangen. Da sind welche, ne? Ja, hier sind schon mal die ersten. Komme ich denn auch hier dran oder was? Ja, von hier komme ich eigentlich ganz gut dahin, ne? Guck mal, ob hier weiter noch irgendwo welche sind. Da hinten sind auch noch welche, ne? Okay. Ich glaube, ich werde erstmal hier in der Ecke vielleicht versuchen zu angeln. Mal gucken, ob wir hier was überlisten können. Wo stelle ich mich denn am besten da hinten am Ende, wa? Und dann kann ich da rauswerfen. Ich glaube, so mache ich das. Dann können wir hier in die Seerosen reinwerfen. Und mal gucken, ob wir da die ersten Fische dann tatsächlich an den Haken. Aber schön in der Wald, ne? Gefällt mir, ey. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich glaube, hier stelle ich mich immer hin. Hier sieht eigentlich ganz okay aus. Und dann werden wir erstmal unser Rodpot hier natürlich aufstellen. Der darf ja nicht fehlen. Und dann werde ich mal gucken, dass wir uns tatsächlich das erste Futter mal mischen. Warte, warte, warte. Da willst du mal hin, ne? So. Verschiedene Weißfische haben wir, Active Feeder. Habe ich eigentlich das andere? Ich habe das Universale gar nicht mit, wa? Kann ich das hier kaufen? Nee, ne? Scheiße. Habe ich wieder nicht mit, das universale Ding. Aber gut, ich glaube, das Active Feed habe ich auf jeden Fall dabei. Kleinere und mittlere Weißfische. Das sollte schon passen. Das haben wir nämlich hier, ne? Das haben wir hier. Da können wir ruhig mal hier. Erstmal ein bisschen. Ich werde jetzt eh nicht so lange hier angeln, deshalb mache ich mal gerade nur die Hälfte da rein. Und das hier ist extra für Schleien und so hier. Schleie und Brasse. Deshalb packen wir das da rein, auch wenn hier keine Brassen sind. Und guck mal, wir können tatsächlich für 50 reinmachen, aber wir machen die Hälfte. Ne? Also fast die Hälfte. Ist hier weniger. Nicht, damit einer kommt. Oh, das ist aber nicht die Hälfte, du. Genau, 4,8%, 95% davon. Bis zu 10% kommen wir ran, machen wir also knapp bei Hälfte erwischt. Dann mischen wir das mal. Wie kann ich denn hier eigentlich das Ding hier speichern? Irgendwie kann man die auch speichern, die Futtermischung, ne? Aber ich weiß nicht wie. Geht das denn? Ihres Rezept. Irgendwie ging das. Das stand, glaube ich, auch in den letzten Patch Notes drin, aber ich habe mal wieder. Man hat irgendwo einen Namen eingeben, aber ich habe keine Ahnung wo. Also hier kann ich einen noch einen neuen Slot kaufen, aber ich will gar keinen Slot kaufen. Eigentlich würde ich das nur speichern, aber gut, dann halt nicht, ne? Da mischen wir das halt erstmal. Und gucken, wie das läuft. Ne? Haben wir also gespeichert. Dann packt man das natürlich hier noch an so. Warum ist denn hier kein Setup drauf? Lol, gar nicht ausgerüstet hier. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe ja auch so große Futterkörbe. Eigentlich kann ich hier einen kleinen nehmen, oder? Wobei ich habe. Nee, kann ich nicht, weil ich habe tatsächlich eine Rute, die halt hohes Wurfgewicht hat. Aber ich nehme mal einen kleineren Haken hier. So ein 6er oder was, der sollte es eigentlich tun. Da seht ihr halt schon direkt dann mein Setup auch hier. Ja, empfindliche Alarmglocken nehmen wir. Wo sind eigentlich meine Vorfächer? Ich schnüre, ne? Jo. Da haben wir das. Das machen wir ein bisschen kürzer wieder. Machen wir so 60. Packen dann noch das Futter da rein. Nächstes Rezept. Ich weiß echt nicht, wie ich denen den Namen geben kann. Keine Ahnung, Mann. Weiß ich nicht. Und dann packen wir einen auf jeden Fall mit Blutegel raus. Eine mit Tauben und eine mit Regenwurm, glaube ich. Irgendwie so mache ich das, weil die Schleien, habe ich gerade schon geguckt, gehen auf jeden Fall laut Beschreibungen da drauf. Hoffen also, dass wir damit irgendwas an den Haken bekommen. Ich glaube, auch hier kann ich den Haken mal kurz wechseln. In eine Nummer kleiner. Ich kann mir eigentlich gar nicht auch die öffnen Futterkörbe drauf machen, ne? Weil hier im See ist halt nicht die Strömung wie im Fluss zum Beispiel. Deshalb kann ich das, glaube ich, hier ganz gut machen damit. Dann machen wir hier noch den Tauwurm drauf, den wir hier unten haben. Natürlich Futter auch noch drauf. Zack. 40 Gramm gehen da rein. Okay. Wird auf jeden Fall für Sie, glaube ich, reichen. Und hier dementsprechend machen wir dasselbe mit dem Regenwurm. Halt die kleinen Fische hier, ne? Oder Caster können wir auch mal versuchen, ne? Können wir Caster versuchen, du? Lass mal Caster machen.
Auch wenn die jetzt nicht in der Liste da drin stehen für die Schleien, hoffe ich mal, dass das irgendwie was bringt. So, ausgerüstet haben wir alles. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen, können wir uns langsam mal hier ans Fischen begeben. Dann können wir uns langsam ans Fischen begeben hier. Ich mache mal die erste Route direkt hier raus mit Blutegel. Alter, 320 habe ich. Wo habe ich die denn her? Lul. Alles klar. Einfach ein bisschen viel gekauft. Dann hauen wir das einfach mal hier hin, ne? Ich verteile die so ein bisschen vor die Schilfkante. So, 1 Meter tief. Haben wir da. Oh, da schon Biss, Leute. Oder? Da haben wir doch keinen. Aber sah nach einem Biss aus, oder? Ist, glaube ich, nicht so richtig abgezogen. Sah aber schon irgendwie nach dem ersten Biss aus. Mal gucken, ey. Aber ich war noch nicht so bereit, ne? Erstmal die Ruten hier ins Wasser bringen. Fische, lasst euch ein bisschen Zeit. Macht hier nicht so einen Stress. So. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch irgendwo tiefer hier ist, noch in dem Tümpel. Aber schon wieder geht die Schnur da wandern. Warum? Ist doch gar keine Strömung, oder? Eigentlich dürfte keine Strömung sein. Aber die auch. Sehr merkwürdig auf jeden Fall, warum die Schnüre alle nach da abhauen. Irgendwo ein Einlauf oder so? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, warum die Schnüre da einen Abgang machen. Wir können die mal ein bisschen weiter raushauen. Und so kommt es ein bisschen tiefer. Jetzt, guck mal, da hinten ist 3 Meter, ne? Da hinten ist 3 Meter tief. Und dann warten wir mal ab. Guck mal, die bleibt zum Beispiel liegen. Aber da kommt der Biss. Da kommt der Biss auf der 5, Freunde. Und den haben wir auch. Da haben wir auch den ersten Fisch dann hier gefangen. Mal gucken, ob es uns tatsächlich gelingt, hier heute eine Schleie zu erwischen. Bin sehr gespannt. Das hier ist auf jeden Fall ein Barsch, glaube ich, wie das aussieht. Jawohl, ein kleiner Flussbarsch, den wir da haben. Mit 270 Gramm. Natürlich keine Monsterfische hier zu erwarten. Wie gesagt, alles hier kleine Fische, die hier im Teich rumschwimmen. Aber nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Ich hau den einfach auch mal weiter raus. Vielleicht bleibt er dann auch liegen. So. Ruder raus. Na, der treibt wieder, ne? Keine Ahnung, warum die Ruten da nicht liegen bleiben wollen. Ob da so ein Hang ist oder so, aber kann ich mir fast nicht vorstellen. Ne? Selbst dann müsste so ein 140 Gramm Kopf da wohl liegen bleiben, ey. Der müsste da eigentlich trotzdem da liegen bleiben, ohne dass wir da Probleme bekommen. Warten wir also auf den nächsten Biss. Ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch hier mit den gekreuzten Schnüren. Dann zu sehen, immer, bei mir gehen die Glocken immer noch nicht. Also manchmal gehen die, wenn der Fisch wirklich vehement dran zieht und tatsächlich die Rute dann auch zum Biegen bringt, obwohl ich halt schon die sensiblen Spitzen da dran habe. Dann funktionieren die Dinger. Sonst tatsächlich einfach nicht, ne? Also meistens, also man muss ja relativ schnell reagieren, weil die Fische sonst irgendwie ab sind. Irgendwie passt das so nicht so ganz. Mit den Bissen. Oder weiß nicht, ob das alles Fallbisse sind, aber die Fische schwimmen da links rechts und so, aber da bimmeln einfach nichts. Also das ist echt noch ein bisschen schwierig dann zu erkennen, was genau da jetzt Sache ist. Haben wir gerade Beißzeit? Ja, ne? Ja. Beißzeit haben wir gerade. Hoffen wir also, dass hier auch ein paar Fische dann noch unsere Köder finden, die wir dann hier fangen können in dem Teich. Irgendwo werden hier wohl welche sein, ne? Ich habe mich jetzt hier natürlich vorher, wie gesagt, mein erster Versuch hier in dem Teich. Deshalb hier noch keine großartige Stelle. Hinten springt aber einer, den haben wir gesehen. Da ist schon einer aus dem Wasser gesprungen, Freunde. Aber da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe übrigens in Italien hab ich ein paar Barben gefangen. Sogar eine Trophy-Barbe war dabei. Können wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Aber beim nächsten Mal gehen wir wirklich erst nach Holland, vielleicht danach nochmal ein paar Barben abchecken oder so. Oh, da kommt ein Biss. Wieder auf dieselbe Route. Da hat es auch gebimmelt kurz, haben wir gesehen. Da hat es auch kurz gebimmelt. Bimmelt jetzt auch im Drill. Und meistens fallen die dann tatsächlich ab. Meistens habe ich dann das Problem, dass die vom Haken abfallen. Ja, habt ihr gesehen?
Habt ihr gesehen? Das ist irgendwie noch buggy, ey. Ich weiß es nicht. Das muss irgendwie tatsächlich buggy sein. Wenn die im Drill wimmeln, fallen die tatsächlich bei mir ab. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich weiß nicht, woran es liegt, ey. Keine Ahnung. Das scheint aber irgendwie nicht so mit rechten Dingen zuzugehen. Da habe ich echt so ein paar Probleme einfach. Immer wenn die bimmeln, auch in der Route dann fallen die bei mir einfach vorm Ufer, vom Haken ab. Und du hast keine Ahnung, weshalb, wieso und warum. Hatte ich gestern in Italien auch sogar bei manchen, waren schon schöne Fische, so ein paar Barben hatte ich dabei. Jetzt ich keine sonderlich Monsterbarbe, aber weiß nicht, vielleicht, also normale Barben auf jeden Fall, Trophy-Barbe vielleicht. Das ist natürlich ja schade, wenn dir die abfallen, ne? Wenn du da denkst, ja, egal, ich habe mal einen Fisch gefangen und dann fällt der vom Haken. Aber das scheint irgendwie buggy zu sein, ganz ehrlich. Also ich wüsste nicht, woran da der Fehler liegt, weil der ist da im Drill, ist am Haken und dann zack, husten raus. Das passiert sogar relativ häufig. Ich habe es auch in den Kommentaren gelesen, dass es bei manchen von euch auch relativ häufig passiert, dass da irgendwie jeder zweite Fisch vom Haken fällt. Und keine Ahnung, ich weiß echt nicht, woran das liegen soll. Das kann nur ein Bug sein, dass der nicht richtig hängt oder nicht richtig gehakt ist. Da kommt der nächste wieder. Tauwurm scheint aber hier das Mittel der Wahl zu sein, ne? Na, der wird wieder vom Haken fallen. Aber den kannst du auch nicht nochmal nachhaken oder so. Den kannst du auch nicht nochmal nachhaken. Der wird wieder vom Haken gleich abfallen. Da, habt ihr gesehen? Weg ist er. Also wenn es ein Bug ist, als wenn er richtig zuschnappt und dann tatsächlich auf einmal da nicht richtig am Haken hängt und dann, wenn er aus dem Wasser kommt, halt einfach vom Haken wegschießt, ne? Das ist auf jeden Fall noch irgendwie... Irgendwas stimmt da nicht, ey. Irgendwas stimmt da tatsächlich nicht. Spannend, ey. Gab es schon die letzten Tage immer ein paar Hotfixes, ne? Irgendwie, ich glaube, 2-3 in der Zahl sind schon locker da gewesen. An Hotfixes. Und ich hoffe mal, dass das auch behoben wird, weil das ist halt echt lästig, ne? Dann kriegst du irgendwelche Bisse und dann klappt das halt nicht. Das ist halt super schade, ne? Ich hau mal die Route gerade woanders hin. Ich versuche mir an Schilf zu werfen, damit das sie auch in der Mitte da treibt, ne? Ich weiß nicht, warum die dann nicht liegen bleiben einfach. Hauen wir die mal auch eben dahin. Ich würde ja halt gerne weiter auffächern, aber irgendwie treiben die alle zu derselben Stelle so, weißt du? Ne? 0,4 Meter, relativ flach da hinten, aber... Da kriegen wir vorm Schilf da mal eine... Oh, da spannt er die Schnur nicht mal richtig, ne? Hauptsache, da gibt es Fische, ey. Hauptsache, da gibt es ein paar Fische, die wir da haben. Aber tatsächlich ist das halt im Moment einfach viel, viel rumprobieren und so, wo da was geht, wann da was geht. Ich habe jetzt leider auch nicht die Zeit da, sonderlich jetzt mich da groß dran zu setzen. Jetzt vor Weihnachten, ich bin gerade die ganzen Videos am Vorproduzieren. Heute muss ich über die ganzen Weihnachtsfeiertage vorproduzieren. Das heißt, die nächsten Videos, die ihr sehen werdet, sind auch alle heute entstanden. Deshalb kann ich auch nicht sagen, wo da jetzt genau was geht, was da wie geht. Guck mal da, der Bimmel zum Beispiel auch. Da füllen wir mal kurz die Spannung. Gucken, erster Fisch auf Caster. Wäre zumindest mal schön, wenn wir den jetzt rauskriegen würden. Der Bimmel zumindest im Drill nicht, ne? Ich habe das Gefühl, wenn man die aufnimmt und man sieht, die Spannung unten ist weg, dann kriegt man die raus. Ansonsten nicht. Was haben wir da? Ein Giebel. Sehr gut. Habe ich noch keinen gefangen. Mein erster Giebel also hier tatsächlich auch auf Caster angebissen. Und damit der nächste Fisch hier am Start. Aber hier ist halt echt nur so ein... Ich glaube, da kann man auch gut stippen und so. Schon ein paar gute Grundfische hier drin auch, ne? Ich hau den mal auch wieder weiter ins Tiefe rein. Ja, 3,2 Meter. Da haben wir den gerade auch irgendwo liegen gehabt, den Köder. Ansonsten bleiben sie gerade erstmal alle... Ruhig, Blutegel leider noch gar nichts, ey. Die Schleier hätte ich ganz gerne gehabt, aber lässt sich bis jetzt nicht blicken. Im Flachen auch nicht. Wir können nur mal versuchen, tatsächlich im Tieferen auch nochmal zu versuchen, die Schleier zu erwischen. Weiß ja nicht, wo sie gerade hier sich aufhält, wo sie gerade steht. Einmal Futter nachfüllen, bitte.
So. Und dann. Oh, da kommt bis auf Caster. Da kommt ein Biss auf Caster. Der hängt auch. Jetzt war die andere Route hier schnell weggestellt. Jetzt sind die vertauscht, muss ich gleich darauf achten. Aber zumindest haben wir hier nochmal den nächsten Fisch hier von der kleineren Sorte. Welche Chance wir in Holland fangen wir nächstes Mal? Den kriegen wir auch hier aus dem Teich. Und da ein Güster. Auch mein erster Güster hier, den wir erwischt haben hier. Also Caster hier für die kleineren Fische auf jeden Fall auch ein guter Köder anscheinend, den man hier, glaube ich, ganz gut benutzen kann. Da hinten im Tiefen erscheint echt. Oh, da kommt noch einer auf Dings. Auf Tauwurm. Oh, der war ein Löwe, du. Hauptsache nicht, dass der abfällt. Warte mal, eine Schleie! Da ist sie! Da ist sie, Leute! Da habe ich sie gefangen. Eine Schleie auf den guten alten Tauwurm. Da haben wir sie also dann doch bekommen. Hier, 600 Gramm hat sie, die gute. Und ja, da machen wir natürlich ein Foto von, ne? Von der guten alten Schleie, die wir hier dann doch noch gecatcht haben. Macht sich gut vor meiner gelben Jacke, ja? Die macht sich da exzellent. Da siehst du mir richtig viel. So. Und mit der Schleie würde ich sagen, verabschieden wir uns von dem Video. Also Zielfisch tatsächlich erwischt, wenn es auch ein bisschen gedauert hat. Aber Zielfisch ist gefangen. Nächstes Mal, dann, wie gesagt, gucken wir uns nochmal Holland an. Hatten wir ja kurz im Beta-Video schon mal gesehen gehabt. Werden wir uns nächstes Mal nochmal ein bisschen länger angucken. Genau, wir haben beim Beta-Video noch nicht so viel geangelt. Haben wir nur ein bisschen gesehen von der Brasse. Vielleicht kriegen wir dann auch, wie gesagt, die flundern Aale oder sonst was raus. Bin sehr gespannt, was wir uns da an den Haken locken können. Und ja, ansonsten soll es das gewesen sein. Von diesem Video, denkt an die Gewinner, ne? Da habe ich am Anfang erwähnt gehabt. Werde ich verlinken und so oder euch antworten in den Comments. Und dann müsst ihr mir schreiben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Däumchen nach oben würde ich mich über freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.